Hallo und herzlich willkommen zum Grüne Seele. Ich verrate dir meine Lieblingswildkräuter. Komm mit auf die Entdeckungsreise. Hallo und herzlich willkommen zum Grüne Seele. Heute mal nicht aus dem Garten. Nein, wir gehen auf eine Entdeckungsreise in die Natur. Denn Grüne Seele steht auch für Naturentdeckungen und Naturwissen. Heute möchte ich dir mein super Wildkraut zeigen, das ich so liebe. Und das ist der Giersch. Giersch hat eigentlich so viele Vorzüge, die man heute eigentlich verkennt. Schade darum. Dieses Superkraut kennten schon bereits die Römer und auch im Mittelalter wurde es sehr geschätzt. Es wurde vor allem eingesetzt gegen Gicht, Arthrose und bei Zahnschmerzen und war ein wichtiger Lieferant für Vitamin C. Die Vorzüge sind von diesem Superkraut und wie man es verwendet in der Küche, das erfährst du später. Giersch oder auch Baumtropfen genannt, findest du meist am Wegesrand, auf gut feuchten Böden, die viele Nährstoffe haben, meist in Kombination mit Brennnesseln, denn auch diese sind Anzeiger für stickstoffreiche Böden. Er kommt meist großflächig in großer Anzahl vor und vermehrt sich vor allem durch Samen und über die Wurzeln. Deshalb ist er bei den Gärtnern verpönt. Es gilt als Unkraut, das du kaum mehr aus dem Garten bringst. Die Zahl 3 begleitet dieses Kraut. So hat es ein dreifach zusammengesetztes Blatt mit wiederum 3 Blättern. Ein wichtiges Erkennungsmerkmal ist auch der dreikantige Stiel. Dieses Wildkraut kann vom Frühling bis Herbst gesammelt werden. Es werden dabei die schmackhaften Blätter, Blüten und der pfeffrige Samen verwendet. Ich garantiere dir, dass dieses Superkraut aus der Natur viel mehr Vitamine hat als so manches Gemüse aus den Einkaufsläden. Die Blätter enthalten bis ein vierfaches Vitamin C einer Zitrone und extrem viel Mineralstoffe, 13 Mal mehr als ein vitaminreicher Kohl. Diese gesunden, würzigen Blätter erinnern stark an Möhre, Petersilien und haben einen nussigen Abgang, also ideal für unsere Frühlingssalate. Diese würzigen Blätter kannst du sehr vielseitig in der Küche verwenden. Als Beispiel als Power Smoothie, als Brotaufstrich mit Quark, gekocht wie Spinat oder auch in Spätzle oder Klöße oder ummantelt in einen feinen Filet. Da hüpft doch jedes Gourmetherz. Zu mehr erfahren über solche Superkräuter, dann folge meinem Kanal. Fragen zu diesem Superkraut oder über Rezepte, schreib es unten in den Kommentar. Ich freue mich auf dich. Schon bald folgt der nächste Teil über wertvolle, interessante Wildkräuter. Lass dich überraschen. Toll warst du mit dabei. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal und tschüss.